Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundlagen eines Selbstständigen im Online-Handel, auf die keiner Lust hat. Was gilt es also als E-Commerce-Starter steuerlich zu beachten? Welche Rechtstexte gilt es zu erstellen? Welche Förderungen könnt ihr erwirken? Und auf welche Umsatzgrenze müsst ihr besonders achten? All diese Fragen beantworten wir im folgenden Video. Solltet ihr euch trotzdem vorab noch ganzheitlich darüber hinaus beraten lassen wollen, dann stehen wir von eBakery euch gerne bereit. Die Möglichkeit zur Terminvereinbarung erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. An der Stelle sei noch zu ergänzen, dass wir mit diesem Video keine Rechtsberatung erteilen, sondern lediglich informieren. Nun aber zu den notwendigen Formalia. Am Anfang der Reise steht die Gewerbeanmeldung und steuerliche Erfassung. Da dieses Video gerade für Starter im Onlinehandel gedacht ist, gehen wir einmal von einem Kleingewerbe aus. Dafür ist es nötig, das Formular zur Gewerbeanmeldung auszufüllen und an euer zuständiges Gewerbeamt zu schicken. Welches das ist, variiert natürlich je nach Wohnort bzw. nach dem Unternehmensstandort. Es gibt auch Sonderfälle, in denen ihr als Onlinehändler tätig sein könnt, ohne eine Gewerbeanmeldung verrichten zu müssen. Das kann für den Verkauf der eigenen Fotografie zutreffen. Diese Fälle lassen wir an der Stelle aber einmal außen vor. Der Gewerbeschein kostet dann rund 25 Euro. Hast du diesen erhalten und willst nun als Einzelunternehmer durchstarten, heißt es vorab, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Als Kleinunternehmer reicht es dann, jährlich eine Einnahmenüberschussrechnung beim Finanzamt einzureichen. Welche Grenzen ihr jedoch stets im Auge behalten solltet, ist die des jährlichen Umsatzes. Ihr dürft im ersten Jahr die 22.000 Euro Grenze nicht überschreiten und im Folgejahr nicht mehr als 50.000 Euro Umsatz zu verbuchen haben. Ansonsten, wenn ihr diese Grenze überschreitet, seid ihr kein Kleinunternehmer mehr. Auf den Rechnungen dürft ihr dann aber als Kleinunternehmer auch gemäß § 19 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes keine Umsatzsteuer erheben. Als kleiner Hinweis noch vorab, wollt ihr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, muss diese auch im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung angekreuzt werden. Ein weiterer Tipp unsererseits: Ordnung ist das halbe Leben, haben schon Generationen vor uns gepredigt. Als Unternehmer gilt das nun aber doppelt und dreifach. Speichere Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Bankbelege ab. Das kannst du natürlich alles in Papierform machen, die digitale Alternative wäre aber eine Cloud plus Scanner-App. Verwalte alle Dokumente beispielsweise in deiner Dropbox und nutze die Adobe Scan-App deines Smartphones, um haptische Belege zu scannen und damit als PDF zu digitalisieren. Diese Dokumente müsst ihr als Unternehmer und Selbstständiger bis zu 10 Jahre sicher aufbewahren. Doch was ist, wenn ihr gerade am Anfang eine überzeugende Idee habt, aber euch die nötigen finanziellen Mittel fehlen? Dafür möchten wir euch drei Tipps mit auf den Weg geben. Auf der Hand liegt vermutlich am Anfang der direkte Weg für finanzielle Unterstützung in Form eines Kredits. Eine Anlaufstelle wäre dafür die KfW-Bank. Auf der Webseite könnt ihr euch verschiedene Förderkredite anschauen, unter anderem auch für Existenzgründer. Hier könnt ihr dann auch direkt in Form eines Online-Generators euren Antrag dafür ausfüllen. Bist du aktuell arbeitslos, wäre auch der Gründungszuschuss des Arbeitsamtes eine Alternative. Diese steht einem gesetzlich aber nicht zu, sondern obliegt der Überzeugung eures Sachbearbeiters. Alternative 3 wäre kein finanzieller Support, sondern Unterstützung in Form von Beratung. Diese wird oftmals von der IHK angeboten. Ob das auch für eure Branche gilt, könnt ihr dem IHK-Finder entnehmen. Wenn nun die administrativen, steuerlichen und finanziellen Grundlagen stehen, heißt es am Ende noch, auch der rechtlichen Komponente gerecht zu werden. Dazu zählen die AGB, das Impressum, die Datenschutzbestimmungen und die Widerrufsbelehrung im Onlineshop. Wie man diese erstellen kann, haben wir bereits in einer eigenen Playlist in Zusammenarbeit mit dem Händlerbund für euch herausgearbeitet. Aber auch bereits für Shopify mithilfe des Trusted Shops Rechtstextgenerators durchgeführt. Beides ist für euch oben rechts verlinkt. Das heißt für euch, ihr könnt kostenlose Generatoren vom Händlerbund, Trusted Shops oder der IT-Rechtskanzlei in Anspruch nehmen oder aber ein Paket buchen, wo dann beispielsweise eine Shop-Tiefenprüfung auf Rechtskonformität mit dabei ist. Das hängt von eurer Zeit und eurem Know-how ab. Fassen wir also noch einmal zusammen. Als E-Commerce-Starter solltet ihr frühzeitig die finanzielle Lage ergründen und eventuelle Beratungs- als auch Finanzierungshilfen in Anspruch nehmen. Am Anfang steht dann die Gewerbeanmeldung und steuerliche Erfassung. Achtet darauf, von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch zu machen, wenn ihr eine buchhalterische Vereinfachung anstrebt.
Behaltet die Steuergrenzen im Auge und legt am besten jegliche Dokumente von Eingangs- bis Ausgangsrechnungen in der Cloud ab. Um nicht abgemahnt zu werden, beachtet alle notwendigen genannten Rechtstexte auch im Shop rechtskonform integriert zu haben. Solltet ihr diese Hürden gemeistert haben, aber eure Sichtbarkeit lässt noch zu wünschen übrig, helfen wir euch sehr gerne bei der internen Optimierung eures Shops als auch der externen Reichweitenoptimierung durch SEO und SEA-Maßnahmen. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst diese in den Kommentaren. Solltet ihr dauerhaft vom kostenlosen Lernangebot profitieren wollen, abonniert den eBakery YouTube-Kanal und lasst auch gerne ein Like für dieses Video da. Wir hören uns dann morgen wieder. Macht es gut und viel Erfolg bei der Umsetzung, wünscht euch euer eBakery-Team.